Wir kommen heute noch zu einer kurzen Abschiedsfolge von der Abyss League. Und wie ihr seht, läuft hier aktuell noch der Countdown schon zur nächsten Bestiarien League. Und ja, es sind nicht mal mehr 5 Tage, bevor die neue League startet. Und die Abyss League selber findet ihr Ende nun in weniger als 24 Stunden. Und ich bin aktuell noch dabei, noch das ein oder andere Achievement zu erfüllen und Zeit, noch einen kurzen Rückblick zu wagen. Was denn so alles in der Abyss League passiert ist. So, hier seht ihr auf jeden Fall meine Skion, mit der ich diesmal die Abyss League gespielt habe und inzwischen jetzt bis auf Stufe 81 gebracht habe. Und von der es dann eben auch heißt, bald Abschied zu nehmen, wenn dann nächstes Wochenende die neue League startet oder ich dann nächstes Wochenende die neue League starte und mir dann natürlich mit einem neuen Charakter wieder von vorn anfange. Wahrscheinlich werde ich erstmal weiterhin bei der Skion bleiben, weil so wie ich mit ihr jetzt gespielt habe, mit dem Chaosschaden, hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Aber ich weiß noch nicht, wie weit ich tatsächlich im Endgame damit kommen kann. Im Moment, in den ersten Maps spielt sich das sehr, sehr angenehm. Und als Teil der Abschied von der Abyss League auch noch einen Rückblick auf die Story, die ich gespielt habe, weil schließlich habe ich dieses Mal das erste Mal diesen kompletten Storybaum aller 10 Akte durchgespielt. Und während die ersten ja schon oft, oft gespielt habe, war der fünfte noch relativ neu. Und dann natürlich Akt 6 bis 10, die ich dann zum ersten Mal tatsächlich angespielt habe. Und gleich im ersten ging es ja dann los, dass Nessa verloren gegangen ist, wobei sie aber zumindest noch lebt, wenn auch in anderer Gestalt inzwischen. Mal sehen, ob es mit ihr irgendwann ein Wiedersehen geben wird. In Akt 7, wo ich in ganz anderen Bereichen gespielt habe, sind auch zwei verloren gegangen. Das eine war der mir eher etwas unsympathische Gust und der etwas verschrobene Silk ist aber dann auch seiner Spinnendame zum Opfer gefallen. Und damit sind die beiden dann zumindest verschwunden. In Acht Akt, in Saarn ist es zumindest so, dass Larissa wieder zu begleiten war und nochmal ja, das Drama um ihre Liebe letztlich eine Rolle gespielt hat. Und dazu dann der Kampf mit den beiden Göttinnen Lunaris und Solaris, die beide zu besiegen waren, um ja, letztlich diesen Teil dann auch abschließen zu können. Im 9. ging dann die Rückkehr zur Bestie, wo dort nochmal zu extrahieren war, was dort als Samenkorn von Nefarius eben für die Bestie geschaffen wurde und auch mehr Hintergründe zu erfahren, warum er die Bestie geschaffen hat. In dem Zuge, wie ich dann gegen seine Frau und Tochter als Göttin letztlich kämpfen musste, um dort das Parthenon zu vervollständigen. Und auch der 9. Akt war aus meiner Sicht auch nochmal ein fulminanter Höhepunkt. Die drei Helfer, die ich halt in den anderen drei Akten einsammeln musste, vielmehr deren Seelen, und die dann alles hier im Showdown nochmal eine Rolle gespielt haben. In der Hinsicht war dann der 10. Akt nicht unbedingt der stärkste, was die Story anging. Der war für mich eher so etwas langgezogen, bis es dann endlich gegen Kitava ging. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, wie diese Übergänge vom 5. Teil und dann zum 10. Teil jeweils begleitet wurden, auch mit den Malus, die halt vor allen Dingen über die Widerstände und andere Nachteile, die letztlich dann im Spiel gelten, wie die mit Kitava dort verknüpft wurden und das so in die Story eingeworben wurde. Und dann auch, wie Zana, meine Lieblingsmasterin oder meine Lieblingsmeisterin hier im Epilog jetzt tatsächlich ja, so eine richtige Rahmenhandlung und Anknüpfung nochmal bekommt, dass das direkt überleitet, indem sie hier vom Marktplatz dann ja, dort einfach angereist ist, nachdem ja das ganze Schauspiel vorbei war und Kitava besiegt war, um ja, den Aufbau mitzuformen. Was ich bisher noch nicht geschafft habe, ist tatsächlich hier irgendwo bis zum Kern der Karte vorzudringen. Im Moment habe ich mich erstmal wieder nur in den weißen Karten bewegt und habe dort ein paar abgeschlossen, habe auch die ersten Kämpfe tatsächlich gegen den
Sharpa oder vom Sharpa beeinflusste Karten gespielt, aber sehr, sehr weit bin ich da noch nicht gekommen. Bis auf einige Bosskämpfe, also was zum Beispiel sehr anstrengend ist, ist die Ausko-Karte, weil dort ist die Boss-Area mit so vielen Monstern befüllt, dass ich da nicht lange überstehe. Sind andere sehr, sehr entspannt, also die Gassenkarte, Käfigkarte. Das Gericht ist wieder sehr problematisch gewesen. Da waren die drei Bosse, die da zusammen sind, zu schnell. Die ist mir zu gefährlich. Strandkarte hat gut funktioniert. Wüstenkarte ist eine schöne Karte, die sehr entspannt mit meinem Bild aktuell zu spielen sind. Auch Verlies und Mine haben gut geklappt. Die Brachlandkarte hat jetzt, glaube ich, auch gut geklappt. Die habe ich erst vor kurzem gespielt. Die Hügelgräberkarte ist auch eine sehr schöne Karte mit dem Biest am Ende, das ich gut umlaufen kann. Da habe ich auch eine, obwohl der Sharper dann einen von seinen leeren Wesen da hingeschickt hat, um den Boss nochmal zu ersetzen, hat es ganz gut geklappt. Marschlandkarte und Friedhofkarte ist ein bisschen knifflig, aber habe ich jetzt, glaube ich, auch schon ganz gut geschafft. Aber die Marschlandkarte ist auch dann noch recht einfach. Und bei den anderen muss ich mal schauen, wie weit ich dieses Mal noch komme. Ansonsten ist ja in knapp einer Woche eben schon wieder die Chance, mit der neuen League anzufangen. Alles in allem hat mir die League auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt nicht so weit gekommen bin, wie ich gern gehabt hätte. Im Moment habe ich jetzt 13 der Herausforderungen noch geschafft abzuschließen. Dafür habe ich zumindest den Helm freischalten können. Ob ich von den anderen jetzt noch ein paar schaffe, also das hier sollte möglich sein, wenn ich dort noch entsprechende Geister und Monster zusammenbekomme. Und mit den Abgründen in den Karten, das ist noch ein ziemlich schwieriges Teil. Vielleicht schaffe ich noch die Gegenstände zu identifizieren, mal sehen. Auch bei Zahner bräuchte ich noch einiges Glück, dass ich sie jetzt nochmal in den Karten finde, um die passenden Quests dafür zu bekommen. Und ja, was hat gut geklappt? Also klar, die Truhe in der Tiefe, das habe ich ja fast schon in der ersten Folge, ja auf jeden Fall in der ersten Folge schon geschafft. Hier habe ich jetzt dann noch ein bisschen Wahl-Areas gefarmt, um letztlich auch die Sphäre noch abzuschließen. Die Händlerrezept, ach nee, hier war die Wahlsphäre. Das war ja nur Benutzung der Sachen, das war also relativ früh erledigt. Also die Wahlsphäre, da habe ich noch ein bisschen Wahl-Areas gefarmt, um genug Wahlgemmen zusammenzubekommen, um eine so eine Sphäre einzutauschen. Die Begegnung, das ist relativ von alleine gewesen. Auch das mit dem Einsetzen der Abyss Abgrundjuwelen, das hat ziemlich einfach funktioniert. Auch hier die Wahlnebengebiete, die sind dann für das zumindest oft genug aufgetaucht, für genug Wahlfertigkeitsgemmen. Dazu musste sie halt erstmal ein bisschen farmen. Gut, da ich ja eben tatsächlich mal Akt 1 und, also beziehungsweise die Teil 1 und Teil 2 durchgespielt habe, sind die beiden Sachen natürlich abgeschlossen. Genau, hier sind die Aktbosse Teil 2. Das hat alles geklappt, alles sehr, sehr schöne Geschichte, sehr, sehr interessant, sehr unterhaltsam gewesen. Abgrundjuwelen, das ging relativ schnell. Ein, zwei waren halt ein bisschen später, aber das ging auch ziemlich gut. Auch die ganzen Nebenquests natürlich, die ich abgeschlossen habe, um die ganzen Skillpunkte zu bekommen. Und auch, dass ich meinen Pantheon komplett aufgefüllt habe oder zumindest erstmal die Grundbasis freigeschaltet habe. Deswegen habe ich natürlich auch alle Götter drin. Hier musste ich nochmal nachhaken, weil den Regulus hatte ich umlaufen, den hatte ich nicht gekillt in dem einen Akt, wo es um Lunaris und Solaris ging. Da bin ich an dem wohl dran vorbeigelaufen. Auch eine abgründige Tiefe habe ich dann irgendwann bekommen und abschließen können. Auch wenn die immer noch ziemlich knackig sind, mit irgendwie 1 Minute 20 dieses Ding da fertig zu machen, während alles rings um einen explodiert und neue Monster auftauchen. So, die anderen Sachen, also Stufe 90 ist, denke ich, unwahrscheinlich, dass ich noch innerhalb von 24 Stunden neuen Level schaffe. So gut grinden kann ich einfach nicht oder ist einfach nicht mein Spieltyp da, so zu arbeiten. Da brauche ich entspannter Zeit, einfach um das in meinem Tempo zu machen, weil ich dann doch viel lieber, statt schnell Monster zu schnetzeln, einfach die gesamte Map erkunde, möglichst bis auf das letzte Monster. Vor allem mit der neuen Minimap macht das richtig schön Spaß zu gucken, dass man überall alles gesehen hat. Ja, die Gegenstände sind mir natürlich nicht untergekommen. Mit dem Gem könnte es vielleicht noch klappen. Ich habe jetzt aktuell meine Gems, so größtenteils gehen sie jetzt auf 19 oder sind schon 19. Aber es sind natürlich teilweise 200 Millionen Skillpunkte, die ich da oder Erfahrungspunkte, die ich brauche, um da weiterzukommen.
Und ja, das andere, also solche Endgame-Grinds, das wird noch lange, lange dauern. Ich hoffe, dass ich im Spiel noch so lange treu bleibe, um irgendwann mal eine League mit allen Herausforderungen zu schaffen und auch Endgame-Grinds zu spielen und auch ein Bild zu haben, mit dem ich da gut zurechtkomme. Ja, also deswegen, also soweit für heute. Einfach mal dann eben wieder der Abschied und eine League ist wieder vorbei. Viel Zeit ist vergangen. Und ich bin sehr gespannt, ob dieses Jahr, wenn tatsächlich, ich glaube ja jetzt wirklich 4 Leagues jedes Jahr stattfinden sollen, also alle 3 Monate so ein Zyklus da durchkommt. Da gibt es einiges zu tun. Mal sehen, was sie sich da einfallen lassen, was die weiteren Leagues angeht. Die nächste mit den Beastaris, wo man dann alles Mögliche an Monstern einsammeln kann, zum einen zum Kräften, aber wahrscheinlich einfach auch, weil es dann möglich ist, Monster einzufangen und einfach um seine Menagerie, die Herausforderung und seinen Beastari-Book dann. Also das soll dann letztlich auch hier wohl mitstehen, so wie die Errungenschaften, Herausforderungen und Prophezeiungen. Eventuell machen sie das vielleicht ein bisschen schmaler oder wie sie das dann aufteilen, dass man hier dann sein Buch hat, wo man dann durchblättern kann, ja, was man alles schon für Monster eingesammelt hat. Da soll jetzt in den nächsten Tagen ja noch einiges veröffentlicht werden, noch die Infos, wie die Herausforderungen aussehen werden, was es mit dem Buch auf sich hat und noch ein paar Details. Ich werde die Zeit jetzt bis morgen Abend noch nutzen und noch ein paar weitere Karten spielen, vor allen Dingen Karten, die ich dann auch noch nicht kenne, weil es sind ja mit dem letzten Update mit dem War um den Atlas 32 dazugekommen, von denen ich noch nicht alle kenne. Ein paar hiervon sind schon neu gewesen. Also Friedhof war eher eine ältere. Ausguck und Gassen waren zum Beispiel neue Karten. Und da ist es schön, dass sie da im Moment auch mit den neuen Stashes da einiges gemacht haben. Ich habe mir inzwischen ja schon so eine Map-Stash zugelegt, nachdem es sie dann das erste Mal im Sale gab. Und es ist wirklich sehr, sehr angenehm, einfach hier schnell gucken zu können, okay, welche Karten habe ich jetzt häufiger und dann auch hier drin. Nicht nur, dass sie da hingelegt werden können, sondern ich kann sie mir auch noch sortieren, neben den Standard dann eben die einzusortieren. Und hier unten habe ich mir schon so eine kleine Sache überlegt. Ja, wenn ich merke, dass die für mein aktuelles Bild einfach nicht besonders taugt, dass ich eben hier unten so eine Standardkarte hinlege, statt eigentlich dort, weil die letzten Reiter sind für die seltenen Karten. Also normal kommen die hier rein, aber wenn die Karte so schwierig ist, dass ich mir da damit, weil ich nicht immer alles im Kopf habe, welche Karte jetzt wie genau war, zu sagen, Achtung, hier die Karte, da hast du Probleme, bei der komme ich nicht so gut weiter. Und dann kann ich die lieber 3 Karten für ein nächsthöheres Tier ausgeben und spiele dann lieber eine andere Map. Kartreiter und die Essence-Tabs, die sind ja schon allseits bekannt. Neu ist jetzt noch der Fragment-Tab gewesen, der jetzt auch im aktuellen Sale runtergesetzt war. Und wie ihr seht, viele Wahlfragmente habe ich nicht, also viele Wahlareas sind mir halt nicht untergekommen. Und in den Maps gibt es ja leider nur diese Maske zu sammeln, zumindest in den niedrigstufigen Tiers. Schade, dass sie da nicht die Wahlfragmente auch mit reinnehmen, dass man die da auch noch mit grinden kann. Und die ersten 3 Opfergaben an die Göttin habe ich schon mal eingesammelt und mein erstes göttliches Gefäß. Immerhin habe ich jetzt ja die ersten Anzeigen hier in der Karte, also mit diesen netten Symbolen da oben drüber, dass ich hier etwas einsammeln kann, was dann meine Götterfähigkeiten erweitert. Aber das geht eigentlich erst ab Tier 5, glaube ich, ist das Niedrigste, wo es dann mal um die Götterfähigkeiten gibt. Bis dahin ist das Pantheon ja noch auf halber Geschwindigkeit. Also da ist bisher nur die Standardgottheiten bei mir drin. Und da bin ich auch mal gespannt, wann ich es schaffe, das erste Mal das komplette Pantheon zu füllen. Weil ich glaube, die höheren sind dann Tier 10, Tier 12 oder so in der Dreh. Das Spiel hat noch einigen Content, den ich nicht kenne und in der man das Spiel wirklich sehr, sehr gut meistern muss, um diesen Content selber erleben zu können und selber mal anspielen zu können. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten League und ich bin schon sehr gespannt, wenn ich mir meine Monster einfangen kann und was das für eine Herausforderung wird, dann 4 Monster in einem engen Area, in einem engen Käfig zu besiegen, um bestimmte Gegenstände zu bekommen und natürlich auch ein weiteres Endgame oder Hochlevel, Bereich dieser Geisterbestien. Mal gucken, ob ich an diese Stelle anknüpfen kann. Also, bis demnächst wieder bei Path of Exile. Ciao!